So. Ich hab mein Zettel gesehen. Ich denke, das wird jetzt ein kleines Talk-Video. Geht um die verschiedensten Dinge. Fangen wir mal an mit der Giveaway-Auslösung. Gewinner ist Bild 4, danach Bild 7, danach Bild 6. Wer schreibt mir Bild 7, bei Bild 4 gewonnen, der schreibt mir, wie sowas handelt. Und dann schreibe ich Bild 6 an und dann schreibe ich Bild 7 an. Alle anderen, die noch teilgenommen haben, also die mir ein Bild zugesendet haben, die schreiben mir auch ihre Adresse, denn die kriegen von mir noch eine iPhone-Folie. Wer die nicht handelt, der kann mir das auch schreiben. Wäre ja sinnlos, das wegzuschicken, wenn das gar nicht gebrauchen kann. Das Auslösungs-Giveaway-Ding da, wo es darum ging, wer mir schreibt, wer sich am besten findet, hat Was geht App gewonnen. Dann solltet ihr das Fass heute nicht unbedingt überlaufen lassen. Das ist eine Fahrt. Wieder. Und für euren Hund immer lecker liest oder einfach kauen. Damit dann nichts passiert. Ne? Zita, Fuß. Fuß. So, dann. Zita, wenn du so ziehst, dann kann ich nicht leben. Dann. Dann habe ich mir schon 337 Abonnenten. Das heißt, ich denke in einer Woche oder ein bisschen mehr. 30 Abonnenten. Wow. Nicht so weitermachen. Dann wird das mit der Partnerschaft noch irgendwann mal was. Mein nächstes Thema ist die Hundevideos. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dann wollt ihr eine Stubenreinheit. Den Wunsch will ich demjenigen auch erfüllen. Das heißt, mein nächstes Video wird über Stubenreinheit handeln und sein. Kann ich jetzt vielleicht sogar wieder zeigen, da sie schon seit längerer Zeit stubenrein ist. Und ja. Jetzt zieht sie was. Oh, ja, guck! Hör auf! Aus! Aus! Ich sag's ja! Komm! Dann die nächste Challenge werde ich ansagen, meine ich. Die beginnt jetzt und geht bis 400 Abonnenten. Das ist nicht mehr so weit. Also die wird immer auf meinem. Das wird immer das Video auf meinem Kanalseite sein. Also könnt ihr immer teilnehmen. Ihr findet es auch schnell. Also, es geht in dieser Challenge darum, mir ein T-Shirt-Design-Bild, also was man aufs T-Shirt draufdrucken kann, zu designen. Das wird dann auf allen T-Shirts drauf sein. Also wie gesagt, setzt euch wieder an eure Rechner. Der Gewinner, der kann sich wieder was suchen. Und ja. Peter. Also das T-Shirt, dieses Design sollte keine Hintergrundfarbe haben. Nur aus Linien und Buchstaben oder sowas bestehen. Wie bei den Außenseitern, die haben jetzt solche Köpfe. Weil dann, wenn man eine Hintergrundfarbe macht, das sieht immer schlecht aus, finde ich, wenn das dann so begrenzt ist auf dem T-Shirt.
Also wenn es geht, ohne Hintergrundfarbe, nur Linien und Buchstaben, wie auch immer ihr das euch vorstellt. Diesmal sage ich euch meine Lieblingsfarbe. Die ist grün und ich denke, grün passt auch jedem. Ja, habe ich jetzt alles gesagt. Ja, also Bild 4, schreibt mich an. Alle restlichen, die jetzt nicht gewonnen haben, schreiben mir trotzdem eine PN. In denen schicke ich eine Folie, außer die, die keine Folie haben wollen. Die schicken mir dann auch nicht ihre Adresse. Die Adresse wird mir bitte bis zum Samstag. Nein, haben wir Sonntag. Sonntag um 14, um 12 Uhr. Sonntag 14. Nein, Sonntag 12 Uhr. Geschickt. Und sieht da. Ja, die dreht da jetzt vorne wegen zwei Leuten, die davon laufen, total durch. Weil die Hund dabei haben. Was geht ab? Du schickst mir eine PN und du kriegst auch eine Folie. Falls du mir auch ein Bild habt, dann kriegst du halt zwei Folien. Das ist halt Glück für dich. Also wie gesagt, wegen Christi Himmelfahrt bitte nicht das Fass überlaufen. Das gilt besonders für Jungs und Männer, wer auch immer mir jetzt hier das Video zu, mir bei dem Video zuhört. Und ja, macht, feiert schön, bleibt locker und noch einen schönen Tag. Also bei uns ist es ja schön. Naja, also okidoki, das soll es gewesen sein. Also wie gesagt, Bild 4 schreibt mir eine PN, Bild 7 schreibe ich dann, Bild 6 hat auch noch gewonnen. Die restlichen, die mir ein Bild geschickt haben, schreiben mir eine PN mit dem Begriff Foliengewinner. Was geht App schreibt mir auch eine PN mit. Foliengewinner, wenn er schreibt, er hat zweimal gewonnen, dann hat er, kriegt er zwei. Bild 4, du schreibst mir bitte Bildgewinner und 337 Abo, vielen Dank dafür. Nächste Challenge, T-Shirt Channel Challenge, werde ich vielleicht nochmal ein einzelnes Video drüber machen, was ich dann wirklich als Channel Video laufen lasse. Und ja, wie gesagt, rein an die Computer. Und ich denke, diesmal gibt es etwas größere Preise für alle. Okay, okay. Das soll es gewesen sein. Man sieht sie oder mich und ciao.